Ja, ich darf euch herzlich begrüßen zu einem weiteren Kapitel von Allein in der Wildnis. Endlich Kapitel 6, das habe ich euch ja schon vor einigen Tagen versprochen. Wie vielleicht einige verpasst haben, hat mein Laptop einen Festplattenabsturz gehabt, hat nicht mehr reagiert. Dann wurde angezeigt, dass die Festplatte defekt ist. Ich konnte dann das mit einem ja, sogenannten Spezialisten, den ich auch schon vorher kontaktiert habe bezüglich Computerproblemen, konnte ich das lösen. Jetzt funktioniert der Laptop wieder. Da bin ich sehr froh darüber und habe jetzt auch die nötigen Programme, die es braucht zum Aufnehmen und das Video zu formatieren und zusammenschneiden, installiert. Und jetzt bin ich wieder in der Lage, Videos zu machen, was mich sehr glücklich macht. Wiederum ist es auch das Problem mit der Datenbeschaffung. Die Daten sind alle weg. Da muss er jetzt warten, der Kontaktmann, bis die Grenzen wieder aufgehen. Das heißt, er kann diese Festplatte oder dieser interne Speicher kann er da irgendwie in Griechenland oder in einem anderen europäischen Land, wo es ein bisschen günstiger ist, kann er diese Daten wieder herbeschaffen. Und da sind wirklich einige Sachen drauf, die ich wirklich brauche, auch bei meiner Arbeit und bei meinem Studium. Ja, aber Hauptsache ist, ich kann wieder aufnehmen und mit dem Kapitel fortfahren. Dann wünsche ich euch viel Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Kapitel. Kapitel 6. Brian erinnerte sich. Vor 2 Jahren hatten er und Terry einmal im Park gespielt, dort, wo man die Betonwüste der Stadt für einen Moment vergessen konnte, wo grüne Bäume standen und Büsche das Bachufer säumten. Es war eine kleine Wildnis, dicht und undurchdringlich, und die zwei Freunde hatten sich Spiele ausgedacht, bei denen sie taten, als hätten sie sich im Wald verirrt. Den ganzen Nachmittag überlegten sie, was sie in einem solchen Fall tun würden. Natürlich stellten sie sich vor, sie hätten allerlei nützliche Dinge in ihrem Gepäck. Ein Gewehr, eine Angelausrüstung und Zündhölzer, sodass sie Fische fangen und Feuer machen konnten. Ach, wenn Terry hier wäre, seufzte Brian, mit einem Messer und einem Gewehr und einer Schachtel Zündhölzer. Den besten Schutz vor dem Wetter, so hatten sie damals im Park überlegt, würde eine Reisighütte bieten. Und genau solch eine Hütte beschloss Brian sich nun zu bauen. Das Dach würde er aus kräftigen Ästen aufrichten und es mit Gras und Zweigen abdichten, sodass kein Regen eindrang. Schon wollte er zum Waldrand hinüberlaufen, wo dichte Weidenbüsche standen, die ihm das beste Baumaterial liefern konnten. Aber besser wäre es, so besann er sich, zuerst einen guten Standplatz für seine Hütte auszuwählen. Er wollte unbedingt in der Nähe des Seeufers bleiben, denn falls man das Flugzeug dort unten am Grunde des Wassers von oben sehen konnte, würden die Retter ihn leichter finden, und Brian wollte jetzt keine Chance verschenken. Sein Blick fiel auf einen mächtigen Felsblock über der Böschung zu seiner Linken. Und vor dieser natürlichen Mauer sollte er seine Schutzhütte bauen, dachte er. Zuerst aber beschloss er, um diese Klippe herumzugehen und auch die hintere Seite in Augenschein zu nehmen. Und dort hatte er Glück. Nach dem Stand der Sonne, die im Osten auf und im Westen unterging, wies diese Felswand, wie Brian kurz überlegte, nach Norden. Und was er dort entdeckte, ließ sein Herz höher schlagen. Irgendwann in grauer Vorzeit war hier eine Höhle entstanden, wahrscheinlich von einem Gletscher ausgeschliffen mit einem natürlichen Felsendach. Es war keine sehr tiefe Höhle, aber der Stein war glatt und bildete einen schützenden Vorsprung, unter dem Brian beinahe stehen konnte. Er musste nur den Kopf ein wenig einziehen, um nicht oben anzustoßen. Und an der Böschung zum Wasser hinab lag schneeweißer Sand. Wahrscheinlich hatte der Gletscher, als er diese Höhle ausschliff, das Gestein zu Pulver zermahlen. So war am Boden, direkt unter dem überhängenden Felsen, ein kleiner Strand entstanden, bis hinunter zum Wasser. Das nenne ich Glück, dachte Brian.
Nein, wirkliches Glück hatte er beim Absturz des Flugzeugs gehabt. Er hatte überlebt. Jetzt aber hatte er zum zweiten Mal Glück. Jetzt musste er nur noch eine feste Wand vor der Höhle hochziehen, mit einer Öffnung als Tür. Und schon hatte er eine Schutzhütte. Viel stabiler als eine Reisighütte. Und außerdem trocken, weil der Felsen ein wasserdichtes Dach bildete. Brian kroch in die Höhle und setzte sich in den Sand. Es war kühl im Schatten und das tat gut. Besonders in Brians Gesicht, wo der Sonnenbrand sich zu schälen begann und die Beule an der Stirn immer noch schmerzte. Aber er fühlte sich schwach. Der kurze Weg zur Rückseite der Klippe hatte ihn erschöpft und seine Knie waren weich wie Gummi. Ja, es tat gut, ein Weilchen im Schatten unter dem Felsen auf dem kühlen Sand zu sitzen. Oh, wenn ich etwas zu essen hätte, dachte er. Irgendetwas. Nachdem er sich ausgeruht hatte, ging er hinunter zum See, um Wasser zu trinken. Er war nicht durstig und trank nur ein paar Schluck, aber er glaubte, das Wasser würde seinen Hunger lindern. Das tat es aber nicht. Mit dem kalten Wasser im Bauch spürte er den Hunger noch stärker. Dann fiel ihm die Schutzhütte wieder ein. Er durfte nicht faul sein. Er musste Holz herbeischleppen, um die Wand vor der Höhle im Fels zu bauen. Als er sich aber nach einem Stück Treibholz am Ufer bückte, merkte er, dass seine Arme zu schwach waren, um es hochzuheben. Er wusste, er war nicht nur durch die Folgen des Unfalls geschwächt, durch die Prellungen an seinem Körper und die Beule am Kopf. Es war der Hunger, der ihm die Kräfte zu rauben schien. Er musste etwas zu essen finden, und zwar sofort. Vorher konnte er nichts anderes tun. Er musste essen. Aber was? Brian lehnte sich gegen die Höhlenwand und starrte auf den See hinaus. Etwas zu essen. Er war es gewöhnt, dass immer Essen auf dem Tisch stand, und wenn er Hunger hatte, brauchte er nur an den Kühlschrank zu gehen oder in den Supermarkt an der Ecke. Seine Mutter freute sich, wenn ihm schmeckte, was sie gekocht hatte. Oh, dachte er, in der Erinnerung an Mutters gutes Essen. Und er erinnerte sich an Thanksgiving im letzten Jahr, das letzte Erntedankfest, das sie zusammen gefeiert hatten, bevor seine Mutter die Scheidung einreichte und sein Vater aus der Wohnung auszog. Schon damals kannte Brian das Geheimnis seiner Mutter, aber er hatte nicht geglaubt, dass es die Familie trennen würde. Er hoffte, alles könnte wieder gut werden, auch wenn sein Vater das Geheimnis noch immer nicht kannte. Das Geheimnis, das er ihm eines Tages erzählen musste, wenn er ihn wieder sah. Zum Festtag hatte es einen Truthahn gegeben. Sie hatten ihn draußen im Garten gebraten, in einer Kasserolle auf dem Holzkohlengrill. Sein Vater hatte Hickoriespäne in die Glut geworfen. Bratendüfte und der würzige Rauch des Feuers wehten durch den Garten. Als der Vater dann den Deckel abnahm, war der Geruch unbeschreiblich. Dann saßen sie am Tisch und das saftige Fleisch schmeckte nach Maronnen und Rauch. »Halt!« befahl Brian sich selbst. Die Spucke lief ihm im Mund zusammen. Sein Magen verkrampfte sich knurrend. Was sollte er essen? Im Fernsehen hatte er einmal einen Bericht über das Training von Fliegern beim Militär gesehen. Die Männer hatten die Aufgabe, ohne Proviant und ohne Hilfsmittel in der Wüste zu überleben. Sie waren in einem dürren Landstrich von Arizona abgesetzt worden und sollten dort eine Woche ausharren. Eine Woche lang mussten sie selbst Nahrung und Wasser finden. Sie tranken den nächtlichen Tau, den sie in Plastikplanen sammelten. Und sie aßen Eidechsen. Mehr gab es nicht. Brian dagegen hatte Wasser in unbegrenzten Mengen. Aber Eidechsen gab es nicht in den Wäldern Kanadas, so viel er wusste. Einer der Piloten benutzte den Glasdeckel seiner Uhr als Vergrößerungsglas, um die Strahlen der Sonne zu bündeln und Feuer zu machen. Wenigstens brauchten sie die Eidechsen nicht roh zu verspeisen. Doch Brian hatte eine Digitaluhr ohne Glasdeckel und außerdem war sie kaputt. Dieser Fernsehfilm, so interessant er gewesen war, konnte ihm nicht viel helfen. Aber warte, da war doch noch etwas. Eine Pilotin,
eine der Frauen in der Gruppe, hatte eine Sorte wilder Bohnen gefunden, die an Sträuchern wuchsen. In einer leeren Konservendose kochte sie Bohnensuppe mit Eidechsenfleisch. Hier gab es bestimmt keine Bohnen, aber es musste doch Bären geben. Im Wald gibt es immer Bären, sagten die Leute. Na, tatsächlich hatte Brian es noch niemanden sagen hören, aber es musste so sein. Hier in den Wäldern musste es Bärensträucher geben. Er stand auf, trat auf den Sandstrand vor seiner Höhle und schaute nach der Sonne. Sie stand immer noch hoch am Himmel. Brian wusste aber nicht, wie spät es war. Zu Hause mochte es Mittag sein, zwischen 1 und 2 Uhr, wenn die Sonne so hoch stand. Um diese Zeit stellte seine Mutter zu Hause das Essgeschirr in die Spüle und machte sich fertig zum Ausgehen, zu ihrem Aerobic-Kurs. Nein, halt, das war gestern. Heute ging sie aus, um sich mit ihm zu treffen. Heute war Donnerstag und donnerstags traf sie sich immer mit dem anderen Mann. Blinder Hass kochte in Brian auf, wenn er daran dachte. Hätte die Mutter nicht angefangen, sich mit ihm zu treffen, dann hätte es keine Scheidung gegeben. Dann wäre Brian jetzt nicht hier. Halt, dachte Brian kopfschüttelnd. So etwas durfte er nicht denken. Die Sonne stand hoch und er hatte genügend Zeit, um Bären suchen zu gehen. Bis es dunkel wurde, wollte er wieder hier sein. Die Höhle unter der Klippe war das einzig Vertraute, was er besaß. Er wollte nicht in der Dunkelheit durch den Wald laufen. Er wollte sich nicht verirren. Dies war das eigentliche Problem. Die einzigen Landmarken hier waren der See, der Hügel hinter ihm und die Felsklippe über seinem Lagerplatz. Wenn er diese Orientierungspunkte aus dem Auge verlor, konnte er sich verlaufen und vielleicht nie mehr zurückfinden. Er musste also beim Bärensuchen immer den Felsblock im Auge behalten. Brian warf einen Blick auf das nördliche Seeufer. Ein Stück weit, etwa 200 Meter, erstreckte sich eine offene Wiese. Dann kamen hohe Fichten, die ihre Kronen in der Brise wiegten. Erst danach begann dichtes Buschwerk, das sich wie eine undurchdringliche Mauer rund um den See zog. Wenn es hier Bären gab, dann an diesen Sträuchern, überlegte Brian. Wenn er also stets in der Nähe des Ufers blieb, das Wasser zu seiner Rechten, konnte er sich eigentlich nicht verirren. Wenn er genug Bären gesammelt und sich satt gegessen hatte, so dachte er, würde er einfach umkehren, das Wasser immer zur Linken und darauf losmarschieren, bis er seine Höhle unter der Klippe erreicht hatte. Ganz einfach, sagte er sich. Immer nur einfache, kurze Gedanken. Ich bin Brian Robson. Ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt. Ich muss etwas zu essen finden. Ich werde Bären sammeln. Langsam ging er am Ufer entlang, immer noch hinkend, mit schmerzenden Knochen und vom Hunger geschwächt. Über ihm, in den sonnenerfüllten Wipfeln der Bäume, sangen Vögel. Manche der Vogelstimmen kannte er, andere kannte er nicht. Er sah Rotkehlchen, eine Art von kleinen Sperlingen, und einen Schwarm orange-roter Vögel mit kräftigen Schnäbeln. 20 bis 30 mussten es sein, die durch die Zweige einer Fichte turnten. Als er an diesem Baum vorbeiging, kreischten sie aufgeregt und flatterten davon. Er schaute ihnen nach, leuchtende Punkte im düsteren Grün des Waldes, und so fand er die Bären. Die Vögel landeten in einem Strauch mit kleinen saftigen Blättern, einer Art Weidenstrauch, wo sie mit großem Spektakel durch die Zweige huschten. Brian war zu weit entfernt, um zu erkennen, was sie da machten. Angezogen von den bunten Farben ihres Gefieders folgte er ihnen, immer das Ufer zur Rechten in Sicht. Und als er nah genug herangekommen war, sah er, dass sie Bären fraßen. So einfach. Brian konnte es kaum glauben. Die Vögel hatten ihn zu den Bären geführt. 5 Meter hohe Äste bogen sich unter der Last leuchtend roter Bärenbüschel. Sie ähnelten Weintrauben, waren aber nur halb so groß. Brian juchzte vor Freude. Rasch lief er hin, während die Vögel erschreckt aus den Zweigen aufflatterten.
Er stellte sich auf die Zehenspitzen und konnte sich die Beeren direkt vom Ast in den Mund streifen. Oh, was war das? Brian spuckte sie gleich wieder aus. Sie schmeckten abscheulich. Bitter waren sie eigentlich nicht, aber sie hatten einen dumpfen, trockenen Geschmack, der ein pelziges Gefühl auf der Zunge hinterließ. Außerdem hatten sie große Kerne, ähnlich wie Kirschen, so dass man sie schlecht kauen konnte. Brian war ratlos. Schließlich siegte sein Hunger. Mit beiden Händen stopfte er sich diese komischen Beeren in den Mund und verschlang sie, samt Stängeln und Kernen. Bald konnte er gar nicht mehr aufhören. Auch als er glaubte, sein Bauch würde platzen, hatte er noch immer ein Hungergefühl. Vielleicht war es aber besser, nicht noch mehr zu essen. Andererseits, so überlegte Brian, konnten die Vögel wiederkommen und alle Beeren auffressen. Darum beschloss er, einen kleinen Vorrat zum Lagerplatz mitzunehmen. Rasch verknotete er seinen zerschlissenen Anorak zu einem Beutel und sammelte die sauren Beeren da hinein. Genug, fand er schließlich, warf sich den prallen Sack über die Schulter und machte sich auf den Rückweg zur Klippe am See. Jetzt war es Zeit, mit der Schutzhütte anzufangen. Ein Blick zum Himmel sagte Brian, dass die Sonne noch nicht untergehen würde. Wenn ich doch Zündhölzer hätte, seufzte er. Traurig blickte er am Ufer entlang. Treibholz gab es genug hier am See, und im Wald lag viel dürres Holz auf dem Boden. Prima, Feuerholz, dachte er, aber keine Zündhölzer. Wie machten denn die Indianer Feuer? Rieben sie nicht zwei Holzstücke gegeneinander, bis die Glut aufflammte? Brian verstaute seinen Beutel mit Beeren im kühlen Schatten unter der Klippe und suchte sich zwei dürre Äste. Nachdem er sie beinahe 10 Minuten aneinander gerieben hatte, berührte er sie mit der Hand, aber sie hatten sich kaum erwärmt. So ging es also nicht, sagte er sich. So konnte man kein Feuer machen. Enttäuscht warf er die Äste weg. Dann eben kein Feuer, sagte er sich. Und er fing mit dem Bau seiner Hütte an. Er schleppte Stangen herbei, Treibholz, das angeschwemmt am Ufer lag, und dürre Äste vom Hügel. Und wenn er sich vom See entfernte, passte er auf, niemals die Felsklippe aus dem Blick zu verlieren. Er flocht ein Gerüst aus Stangen und Zweigen und stopfte reisig in die Zwischenräume, bis vor der Höhle im Fels eine stabile Wand entstanden war. Es dauerte ein paar Stunden und Brian musste oft Pause machen, weil er sich schwach fühlte und einmal, weil ihn ein seltsamer neuer Schmerz im Magen zwickte. Ein krampfhaftes Grollen. Zu viele Beeren, dachte er. Die kurze Übelkeit war bald vorbei und Brian arbeitete fleißig weiter an seiner neuen Wohnung. Auf der rechten Seite der Reisigwand zum See hinunter ließ er als Tür eine schmale Öffnung, fast einen Meter hoch, so dass er bequem hineinschlüpfen konnte. Innen ergab sich eine geschützte Kammer, beinahe 5 Meter lang und 3 Meter breit, mit einer Felswölbung als Innenwand. Gut, fand Brian. Sehr gut. Draußen ging eben die Sonne unter und in der Abendkühle kehrten die Moskitos wieder, die ihn in dichten Wolken umschwärmten. Auch wenn sie nicht mehr so blutgierig waren wie am Morgen. Klatschend zerdrückte Brian sie auf seiner nackten Haut, bis es gar zu schlimm wurde. Dann schüttete er die Beeren, die er im Wald gesammelt hatte, auf den Sand und zog seinen zerfetzten Anorak über. Jetzt waren wenigstens seine Arme geschützt. Zitternd und in die dürftigen Fetzen seiner Jacke gehüllt, streckte sich Brian auf den Sand unter der Höhlenmauer, zog die Knie an und versuchte zu schlafen. Aber der Schlaf wollte nicht kommen, obwohl er so müde war. Erst weit nach Mitternacht, als Nebel vom See herankrochen und die Moskitos vertrieben, fielen Brian die Augen zu. In seinem vollen Bauch rumpelten leise die Beeren.